Ja, und damit wieder recht herzlich willkommen bei The Division. Heute mit der Dark Zone Folge. Ich bin leider gerade alleine. Die Kollegen müssen, ja, haben was Besseres zu tun, keine Ahnung. Und wir betreten auch direkt die Dark Zone. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Wie ihr seht, maximal Level erreicht, Level 8 und maximales Dark Zone Level erreicht, Level 12. Sie betreten jetzt die Dark Zone. Hübsches kleines Inventar, hübsche kleine Ausrüstung. Verbesserungswürdig, aber es ist nützlich. Und da werden wir auch gleich mal gucken, was hier so noch passiert in der Dark Zone. Ich hätte mir theoretisch schon eine Gruppe suchen können, aber hatte ich jetzt nicht so unbedingt die Laune zu. Ja, dann werden wir erstmal jetzt voranschreiten. Oh, da ist gerade einer ein Teamkiller. Da müssen wir ja gleich mal hingucken und den Teamkiller killen. Ja, wie auch immer. Da vorne findet gerade eine Abholung statt, werden wir aber durchgehen lassen. Keine Lust, mich hier mit irgendwelchen Leuten zu prügeln. Zumindest nicht, was das betrifft. Weil solange sie mich in Ruhe lassen, was die Abholung betrifft, lasse ich sie auch in Ruhe. Aber wir werden mal gucken. Vielleicht begegnen wir ja gleich jemanden. Mal schauen. Ja, bis jetzt ist noch nicht so viel los. Der rote Kreis markiert das Ende meines Scans. Die ersten Geräusche sind zu hören. Schauen wir mal, ob wir hier noch was finden. Ich habe immer das Bedürfnis, die Renntaste zu drücken, obwohl ich einfach nur umschalte zwischen Rennen und Nichtrennen. Keine Bedrohung hier überall, das ist doch nicht gut. Wo ist der Sack? Oh, haben sie ihn umgelegt. Oh nein, da, oh, das ist aber Kopfgeldjagd. Also drei Stück sogar. Und ich weiß, was sie vorhaben. Die machen nämlich momentan so einen kleinen Fehler in der Beta nutzen. Das machen sie schon momentan sehr, sehr gerne. Nämlich die Map verlassen hierhin. Mal gucken, ob ich irgendwie... Ah, falsch, hier bin ich ausgegangen. Ah, die sind alle noch oben, okay. Lass mal kurz einen Scan durchlaufen, nicht, dass hier... Ah, hier sind noch Gegner und das ist nicht so knapp. Komm, ab in die Deckung, du. Verdammt, die Deckung gefällt mir überhaupt nicht. Besser. Definitiv besser. Eine Heilung. Wir rasieren euch aus. Gebt eine Sekunde Deckung. Komm raus und kämpfe. Und da haben wir ein bisschen Equipment gefunden. Ja, zwar nichts Tolles, aber wenigstens irgendwas. Und unsere Kopfgelder laufen immer noch draußen durch die Pampa.
immer Etage höher. Ah ne, ich glaube, das ist alles nur die Währung für das Handwerk, was noch nicht existiert. Aber meine Güte, ich nehme alles mit, man kennt mich ja. Nimm mit, was nicht nagelfest ist. Na, da drüben sind auch noch welche. Muss ich mal ganz kurz das Mikro wechseln. Ja, hier ist einer. Falsche Taste, aber Push-Talk. Ja. Aber wenigstens gab es was zu trinken. Nur damit ihr mal seht, was es kann. Einmal mal komplett die Reihe um. Bei einem persönlichen Favoriten natürlich die Munition. Und wir gehen natürlich direkt weiter. Da wurde gerade ein Abruf, Abruf gemacht, nee, genau. Das ist aber irgendwie ein Bug, der da oben gerade gemacht wurde. Das ist nicht normal, dass du da drüben einen Abruf machen kannst. Beobachten wir mal das Ganze. Abseilen, wechseln und wir nutzen mal die Abholung. Vielleicht schaffen wir es ja noch. Ich hoffe momentan drauf. 15 Sekunden. Wobei, es dürfte noch was werden. Jo, wir kriegen unseren Kram auch noch raus. Jetzt an Bord holen. Abholung abgeschlossen. Da ist er hin, du Arschloch. You hit me, I hit you. Schade, die anderen haben sich schon umgelegt. Sehr sympathisch, muss ich mal so sagen. Einmal danke für die Hilfe in die Runde. Ja, kein Problem. Mal gucken, vielleicht haben sie ja den. Ich gehe jetzt mal zu einem Umweg, weil ich mal wieder mehr Strecke laufen will, als ich. Ja, als es überhaupt gibt. Hier gibt es nämlich eine Cleaner-Gruppe mit einem fetten Cleaner-Boss. Der lässt eigentlich immer mal was ganz Gutes fallen. Schauen wir mal, was es bei dem so heute gibt. Ob er überhaupt da ist. Die wenigsten Spieler gehen zu ihm hin, muss ich sagen. Aber es gibt doch immer welche, die ihn kennen. Ich bin jetzt schon hier die ganze Zeit unterwegs. Und ja, suchte dieses Spiel massivst. Ja, massivst könnte man sagen. Das trifft es ganz gut. Mal gucken. Ich glaube, der Scan würde noch nicht aktiv sein. Warnung, Betreten eines kontaminierten Gebiets. Nope. Ist nicht da, schade. Letzten, wo wir mit der Gruppe hier waren, ist mittendrin gespawnt, als wir hier langgelaufen sind. Was wiederum sehr, sehr lustig war, weil wir plötzlich Cleaner mit Flammenwerfern in unserer Gruppe hatten. Kiste immer noch verbuggt, verschlossen, keine Ahnung. War eben nicht öffnungsbar. Ach, egal.
Ja, wir werden natürlich weiter. Ich muss zugeben, ich bin eher der harmlose Spieler im PvP. Ich will kein Red oder Red Player werden oder Totenkopfspieler, wie man es auch nennen will. Kein abtrünniger Agent, genau so heißt es ja hier. Nein, ich bin da der harmlose, ich helfe lieber. Danke für die Info. Und ja, töte lieber KI. Beziehungsweise Red Hat Spieler. Denn die haben es verdient. Die haben es verdient, abgeknallt zu werden. Schau mal hier hinten in die Ecke. Vielleicht gibt es hier noch irgendwas Schönes. Ich muss ja persönlich sagen, ich finde es sehr amüsant. Es gibt in der Beta einen Bereich außerhalb von hier, muss ich dazu sagen. Das ist einen solchen Bereich Stufe 2. Was auch witzlos ist, weil wir mit unseren Atemmasken gerade mal in solchen Bereich Stufe 1 gehen können. Was das Ganze ein bisschen negiert. Oder sinnbefreit macht, sagen wir mal so. Warnung, die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Ich danke dir. Ich liebe diese Waffe und ich liebe das Visier, muss ich dazu sagen. Naja. Ja, wie gesagt, momentan nutzen die Spieler das aus, was in der im vollen Sie Spiel verlassen das kontaminierte Gebiet. Danke. Was im vollen Spiel natürlich nicht geht, dass du diese Seitenbereiche hast, wenn du in denen bist, wirst du direkt weggeportet. Problem ist, sie nutzen das im PvP so aus, beschießen die Leute, legen sie um, machen ein bisschen Punkte, haben Spaß, sind ein Ärgernis und wenn sie dann auf die Fresse kriegen, hauen sie in diese Region ab und werden wegteleportiert. Und dadurch natürlich wiederum. Sind sie ein gewaltiges Ärgernis. Weil sie dann immer wieder denselben Scheiß abziehen und das Stunde um Stunde. Und nach 4 Stunden ist es einfach nur witzlos. Da hat der Witz seinen Charme verloren. Wir gehen mal in die U-Bahn. Muss ich sagen, ein sehr, sehr schönes Setting. Das gefällt mir persönlich sehr, sehr gut, die U-Bahn. Einfach weil es so völlig desaströs aussieht. Warnung, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Danke für die Info. Oh, ein Red Player ist hinter mir. Alleine das hier finde ich schon sowas von pervers. Diese Unmengen toten Ratten und toten Menschen. Einfach nur absolut pervers. Und ein Zug eigentlich nur vollgeladen mit Leichen. Halleluja. Naja. Oh, was haben wir denn da? Ein Red Blair. Wo ist der hin? Wo bist du hin? Verlassen des kontaminierten Gebiets. Der war doch eben hinter mir. Entweder sein Red Blair-Bezeichnung ist ausgelaufen oder er wurde gerade von denen umgelegt. Feuern sie einfach mal auf mich hier, was war? Affen. Ah ne, hier ging es ja nicht weiter. Mei. Wenn man die Karte nicht auswendig lernen würde. Ja, ja, ich habe keine Lust auf mit euch. Wenn es so weitergeht, werde ich mich mit denen noch anlegen. Es war uncool, weil ich alleine bin. Und ich eigentlich ganz andere. Nein. Kein Rotten, kein Red Player, oder habe ich jetzt? Wir werden es jetzt mal umgehen. Aber das werde ich mir mal genauer angucken, was sie da treiben. Vielleicht kann man nämlich noch was abgreifen. So, überall brennt es hier. Also diese Gebiete, muss ich sagen, absolut desaströs. Und das bringt hier absolut ein. Oh, oh, oh. Nicht oh oh, weil hier
Gegner hocken, sondern weil ich gerade fast reingerannt wäre. So. Die Jung ist nicht mehr, was das mal war. Nur die Stärksten überleben hier, Mann. Oh, Scheiße! Ja, der ging natürlich völlig daneben. Ah, toll. Professionell daneben geschossen. Das war die falsche Richtung. Oh, hey, das sollte unser Ziel werden. Los. Den bringe ich um. Nein, erledigt. Oh, toll. Dafür ist aber der andere weggerannt. Mach ihn kalt. Mal nachladen. Jetzt muss ich mir einmal einen Heal verpassen. Ah, ich bin. Hab. Das war die falsche Richtung. Oh, auf dem Sack, zack, zack. Das war die falsche Richtung. Da sind sie doch. Ich sehe euch. Einmal kurz scannen. Hey, so ganz allein, Baby? Toll. Verliert keine Zeit! Du hättest nicht alleine kommen sollen. Wow. Erledigen wir sie gleich hier. Schießt! Nein, Mist! Ah. Mal hoffen, dass es harmlose Spieler sind. Wie gesagt, ich bin selbst etwas friedlicher eingestellt. Ich mag es einfach nicht. Ich bin nicht gerne das Arschloch. Ich bin doch gerne der Friedensstifter, der Freund, der aber dem hier hinten auf den Sack gibt, wenn er ein Red Dot Player ist. Aber die mag ich überhaupt nicht. Die sind bei mir auf der Abschussliste nämlich ganz weit oben. Ich vermute mal, die haben ihn gerade umgelegt, weil er nicht mehr zu sehen war. Naja, dann ziehen wir weiter von dannen. So. Wir werden bald wieder zu einer Abholzone müssen, um unser Zeug loszuwerden. Da werde ich heute zu meinem persönlichen Favoriten gehen von allen Abholzonen. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Gott sei Dank, weil bei der Tank hier sind auch immer mal Gegner. Habe ich mich gerade echt nicht aufgepasst. Hier macht keiner gerade eine Abholung. Das heißt, ich kann. Und werde es auch tun. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Ich gehe erstmal ein Stück beiseite und hole mir eine gute Position, um einen Überblick zu erhaschen. Scharfschützengewehr. Scan ist auch ready. Aber eben das PvP hier ist eben etwas gechillter, muss ich sagen. Das finde ich gar nicht so schlecht. Dass Red Dot Player, also Spieler, die andere Spieler töten, markiert werden. Und dadurch hast du einfach noch einen gewissen Reiz dabei, dieses tut er dir was, tut er dir nichts oder tust du ihm was, weil möchtest du das werden, möchtest du Red Dot Player und von allen anderen gejagt werden, weil das ist definitiv der Fall. Diese Spieler werden gejagt. Und diese Spieler werden auch nach Möglichkeit umgelegt. So,
Wir haben zwar eher nur Schrott gefunden, zumindest von dem, was ich ja eben möchte. Aber man kann damit auch. Agent, ich nähere mich Ihrer Position. Flieg ja keine Kreise, meine Herren. Und anhängen. Und wegrennen. Bestätigt. Paket gesichert. Dann gehen wir jetzt nochmal zu einem anderen. Ja. 15 Sekunden. Ausgangspunkt. Ich überlege, ob ich zu den Red-Spielern gehen sollte und da mal Hallo sage. Werde ich wahrscheinlich auch gleich tun. Aber ich möchte hier nochmal zu dem Ausgang, weil in den Ausgängen gibt es verschiedene Händler. Jeder Ausgang hat einen anderen Händler. Und mal schauen, was es hier gibt. Ich vergesse das immer. Aufnahme gesichert. Na, dank dir. Ja, ich sage ja eher Schrott, aber meine Güte. Selbst Schrott lässt sich verkaufen. Dann gucken wir mal schnell zum Händler. Ob Tür auf, Tür zu. Achtung! Gefahrenstufe normal. Die Zeit ist begrenzt. Gucken Sie ruhig. Ich erfülle alle Ihre Wünsche. Das gefällt mir natürlich persönlich sehr. Also, kann ich dazu nur sagen. Ich mag das. Ich hatte schon des Öfteren und muss sagen, ich mag die Waffe. Aber es ist leider nichts von dem, wo ich sage, juhu, das kann ich gebrauchen. Wo das hier eher was wäre. Das wäre eigentlich was für die Maschinenkanönchen. Was habe ich denn da jetzt drauf? Weil ich kann warten, wir werden uns schon einig. Der Crit hat was. Momentan ist da, glaube ich, nur einfach ein recht einfaches Visier drauf. Blödmann, hier drüben. Ja, das werde ich tauschen. Da muss ich nur ganz kurz mal rein und irgendwas umlegen. Warnung. Kann ich mir leisten. Übertragung gestört. Empfang nur im Nahbereich möglich. Vielleicht werden wir gleich nochmal reingehen. Backup aktiviert. Und System neu gebootet. Danke. So wie es aussieht, haben wir auch ein neues Equipment in denen. Weil es wechselt regelmäßig. Da werde ich mal noch zur anderen gehen, die jetzt hier recht nah ist. Die auf dem Weg auch noch zu meinen Gegnern ist. Zu einigen Gegnern. Die aber so wie es aussieht, gerade nicht da sind. Toll. Meine Herren, will man mal was umlegen, findet man sie nicht. Die beiden hat es da wohl ganz übel erwischt. Naja. Wir sind ja auch hier in der totalen virulenten Apokalypse. Ach doch, hier drüber kann ich, glaube ich. Ja, genau. Hopp, hopp. Im Galopp. Und da. So. Schauen wir mal. Tür auf. Sie. Ja, Sie mit dem Todeswunsch. Machen Sie es kaputt, bezahlen Sie es. Die, die ich immer wollte. Ich verliebe haufenweise Leben und das richtig. Nee. Nächstes Mal kaufen Sie was. Lass ein paar Munition nehmen wieder, wenn wir schon mal hier sind. Also wir wissen auf jeden Fall jetzt, wo wir ein schönes Visier bestellen könnte. Empfang nur im Nahbereich möglich. Backup aktiviert. System neu gebootet. Ja, dann werden wir uns auch mal ein bisschen mehr dem Gefecht beteiligen und mal rübergehen. Sie betreten die Darkzone. Danke, habe ich schon mitbekommen. Zum Thema, es ist hier verdammt leer. Wir hatten Max Level, Max Dark Zone Level und zum anderen, wir haben es 23.50 Uhr oder so ungefähr, ja, kommt hin. Das heißt, bald ist hier auch Schicht im Schacht, was die Beta angeht. Das heißt, die meisten sind sowieso schon weg, aber ich habe meinen Spaß noch. Ich war heute die ganze Zeit unterwegs, den ganzen Tag noch. Habe aber zugegebenermaßen, wie soll ich es ausdrücken? Ja, ich war zu faul zum Aufnehmen. Außerdem waren dabei ein paar turbulente Sachen dabei. Korbulente Sachen waren dabei. Genau. Gott. Ich hätte auch aus privaten Gründen nicht ganz so viel die Möglichkeit, das zu zocken. Leider am Samstag hatte ich einen Termin, den ich wahrnehmen musste, sollte, wollte, wie auch immer. Das ist eine reine Definitionsfrage. Gott, ich kann nicht mehr reden.
Hier liefern sie sich wieder wie die blöden Gefechte. Ah, da ist ein Red Player. Nicht weiter, wo die sind. Ich hier um die Ecke. Warnung! Betreten eines kontaminierten Gebiets. Macht Spaß, einfach reinrennen. Da ist was zu verlieren. Also ich wäre dabei. Ja, von mir aus alle reinstürmen. Granaten einfach hinter. Hat zumindest einen Style gehabt. Bisschen Geld verloren, ja, gut. Ich glaube, ich habe ja 2 Kilometer, habe ich gerade die weiteste. Ach Gott, ich war jetzt gerade nicht mitgekriegt. Hoffe mal nicht. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Was hast du? Wollen Sie hier was kaufen oder nicht? Auch schön, eine Polizei und einen. Ja, das ist jetzt nicht so toll. Vielleicht sollten Sie nächstes Mal etwas kaufen. Wenn du was Ordentliches hast, dann kaufe ich dir gerne was ab. Oh toll, ich bin am Arsch der Welt. Hä? Moment mal, bin ich doch woanders gelandet, als ich gedacht habe. Drüben bin ich verreckt. Doch, ich muss hier hinten durch. Wenn ich zumindest meine Leiche will. Ich vermute zwar, dass alles weg ist, aber gut, ich hatte ja auch nicht wirklich was. Ach, aber hier drüben ging er weiter. Ach, Mai. Wieso habe ich überhaupt eine Abholtunnel markiert? Eieiei, was ist heute schon wieder da los? Rausnehmen, Markierung und weiter geht's. Ja, das mit eben war ja einfach nur just for fun. Ein Running Gag. Ich hätte nichts zu verlieren. Zumal das Geld und sowas, das ist sowieso alles weg, wenn die Beta vorbei ist. Also in der Hinsicht bin ich da völlig entspannt. Was nach der Beta natürlich so nicht vorkommen wird, das kann ich schon mal definitiv sagen. Nach der Beta wird da deutlich härter gespielt. Warnung! Die Daten deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Ja, dank dir für die Daten. Diesen Trick benutzt. Das machen sie unter alle. Der hat's auch wegporten lassen. Ah, ich hasse diesen Schwachsinn. Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Naja. Hier ist nichts mehr. Das nächste Mal, wenn ich den dabei begegne, kriegen soll jemand ein Scharfschützengewehr ins Gesicht. 2-3 Hits wechseln sie. Länger überlebt man seltensten ein gutes Scharfschützengewehr. Es sei denn, man hat ein massives Leben. Also ich war schon mit einem unterwegs, der hatte an die 5000 Leben. Der hat was weggesteckt, das war einfach also witzlos. Wobei, es hatte seinen Charme. Er war der beste Kugelfänger, den ich je gesehen habe. Und
Da ist ja ein Totenkopf aufgetaucht. Geh nur mal hin und räum den mal beiseite. Ich tue mir jetzt noch wieder, dass ich schnell genug bin. Weil ich bezweifle, so wie sich das ja anhört. Noch leben sie. Ja, jetzt sind sie beide hinüber. Schauen wir mal, überlegen, ob ich das Hemd wegschleppe. Und wenn ich schon immer hier was im Ankommen ist. Helikopter im Anflug! So, wenn jetzt jemand hier die Treppe hochkommt, kriegt was auf den Sack. Das Einzige, wo sie mich wirklich an, nerven können, ist, wenn sie den Scharfschützenpunkt da oben besetzen. Wobei, ich sehe ja Totenköpfe, wenn sie kommen. Warum ich mich jetzt so stresse. Eine Maschine ist im Anflug auf ihre Position. Ja, komm. Ah, wieso kannst du hier nicht rübersteigen? Ah. So Abholung der Lieferung ist in Gang. Na, wenn man jetzt schon abholen kann, dann. Nur weil ich jetzt über diesen verdammten Huckel nicht drüber springen konnte. 15 Sekunden. Oh, wenigstens unsere Unterwäsche ist gesichert. Wir können es jetzt an Bord holen. Das bringt zwar nicht so, hey. Mensch. Bestätigt. Paket gesichert. Ah, oh, Totenkopf auf der Landung anderen. Ausgeflogen. Drüben, da müssen wir mal hin. Ey. Meine Truhe ist fast voll. Ist das grün oder Gold? Warner, Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Ja. Sie verlassen das kontaminierte Gebiet. Ach, der hat dann irgendwer anders umgelegt. Verdammt. Ja, ich weiß, ich bin dann voll vorbeigerannt. Ich hätte abkürzen können. Nein. Aber hier in dem Bereich kann man immer gute Schießereien sich leisten. Noch einen Schuss und du bist dran. Dann bist du nämlich als Red Player gekennzeichnet. Dann kann ich mich dich schnappen. Nur ich werde da nicht drauf reinfallen, was momentan so einige abziehen. Kurzhand einen Schuss auf dich abgeben und dann denken, du feuerst wie blöd zurück, damit du als Red Player wirst und sie nicht. Wir gucken nochmal hinter. Vielleicht sind sie ja wieder da. Ich bezweifle es zwar, aber weil hier gerade diese Gruppe lang kam. Oh Mensch, Mühen geht über Studieren. Und er sieht eher schlecht aus. Ja, es ist schlecht. Mensch, komm und gib mir mal ein paar mehr Spieler hier in die Map. Gib mir mal ein paar mehr Totenköpfe auf die Map.
wollte schon immer mal wissen, wo das hingeportet ist. Das habe ich bis jetzt noch nie gemacht. Noch nie geguckt, wo ich hingeportet werde, wenn ich hier reingehe. Also wenn ich bitte in den roten Bereich, in den Anti-Beta-Bereich gehe. Keine Ahnung, wie man es nennen soll. Nicht-Beta-Bereich, nennen wir es mal so. Naja. Das macht auch nicht besser. Stufe 18, 15, 16 bis 18, das ist. Ich muss zugeben, wieso im selben PvP-Gebiet noch die Stufen zu verändern, muss immer nicht verstehen. Mal schauen, wo geht's hin? Ah, Safety House. Ohne Scheiß, das ist das Beste, was Sie finden können. Das stimmt. Kommen Sie, es ist schon scheiße genug. Na, der Radiosender geht mir echt auf den Sack, muss ich mal so zugeben. So ein, ja, so ein Propagandist. Was wartet ihr? Greift an, nicht zurückweichen! Abtrünniger Agent, neutralisiert. Komm schon raus, Motherfucker! Nicht. Scheiße, die haben nichts verstanden. Oh, aber wir haben Geld gekriegt dafür, wenn ich es gerade richtig gesehen habe, für den Abschuss. Oder für Abschutzhilfe, wie auch immer. Und wir haben auch bald wieder volles Level 13, wenn wir es mal so sehen würden. Ne, ich muss sagen, ein wunderschönes PvP. Also, man kann hier definitiv keinen Spaß haben. Entweder man ist ein ziemlich boshaftes Menschlein. Und ja, mordet wild durch die Kante. Oder man ist etwas entspannter, wie ich zum Beispiel, und ja, macht eher KI-Blatt. Kein Herz für KI. Wie man so schön sagt. Oder war es mal ein Herz für KI? Hier gerne. Okay, keine KI zu finden. Entweder bin ich mal in den falschen Orten oder zum falschen Zeitpunkt am falschen Ort. Das trifft es am ehesten nicht. Falscher Ort. Ah, warte mal. So. Also so ein kleiner Tick von mir. Türen zu machen. Ich mag es in dem Spiel, Türen zu machen. Ich weiß nicht warum. Es macht Spaß. Das ist übrigens New Yorks Lösung für die Parkprobleme. Park ein Auto einmal eine Etage höher. Ah, ich renn zurück. Ich sollte da drüben bleiben. Ah, das sind Türen. So. Die auch noch schließen. Da wäre gerade einer gestorben. Die hier wird wieder irgendwo blutige Gefechte geliefert. Also hier ist wirklich Jagd angesagt. Ich sollte tatsächlich einmal hier hinten bleiben. Irgendwann wird hier schon wieder einer erschossen. Ich kenne eine Position, wo man halbwegs geschützt ist. Halbwegs, das also mir reicht. Ich habe ja nichts dabei, also mir ist es jetzt, falls ich verrecken sollte, echt Wayne. Ich habe nichts dabei, was mir irgendwo ich sage, oh mein Gott, ich habe es verloren. Wo bleib ich denn hängen? Ah, verdammt.
Da kommt der Heli für hier drüben angeflogen. Aber anstatt dass er irgendwie sehr hoch fliegt, nein, ganz, ganz niedrig fliegen. Es sei denn, er ist natürlich verboten, was er da macht. Das ist ein Grund, warum er niedrig fliegt, damit er nicht vom Radar erfasst werden kann. Beziehungsweise was auch immer. Ja, ich hätte jetzt wenigstens noch irgendwelche mit. Ich weiß, um ein paar KI-Horden rumkräuchen und fleuchen. Bei meisten die abgefangen. Go? Was? Gott. Gott sei Dank, was ich hier sage, hören die auch noch nicht. Oh. Ja, die wollen die jetzt verpissen. Die gehen jetzt gleich ins Safe House. Deuten auf ein kontaminiertes Gebiet hin. Nummer 1. Verlassen des kontaminierten Gebiets. Nummer 2 wieder aufgerichtet. Was habe ich denn noch an Granaten? Und ein schön noch mal was mitgegeben. Ja. Alle auf den, der mich aussehen angeschossen hat. Das tut mir zugegebenermaßen leid um ihn. Einer, hilf mir auf, einer, komm, komm. Oh, don't shoot me, don't shoot me, please don't shoot me. I'm not at all, don't shoot me, please. Okay, 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 sorry. Don't shoot him, man.
Meine Kugeln bleiben im Zaun hängen. Ist klar. What the hell? Kam einer von hinten. Den schnapp ich mir. Machen wir Schutzraum, der ist am nächsten näher dran, zumindest von der Strecke. Ja, was für ein A-Loch. Kommt der Kerl einfach von hinten um die Ecke. Aber das ist das PvP. Hauen sich Gegner auf die Fresse und dann wirst du von hinten von einem Kerl zusammengeschossen. Und wenn ich ihm jetzt begegne, kriegt der was von mir gewaltig mit. Ich hätte mir Muni mitnehmen sollen, aber. Wenn ich nur wüsste, wo der hin ist. Dummes, du hast hier keine Deckung in der Ecke. Habe ich Blendgranate dabei? Ja. Also wieder ein bisschen Leben regenerieren. Ich kriege heute noch die Krise. Man hat ja keine saubere Deckung. Die haben die bessere Position und die bessere Deckung. Durch ist das, glaube ich, nicht bei denen landen. Nee. Weit, weit daneben, aber wirklich. Falsch. Wir werden gleich porten, mit Sicherheit. Die dumme Vermutung, dass ja klar einer von vorne kommt. Sorry guys, but sorry. Stop shooting. Thanks for last time, bitch. Nein, also so bin ich ja nicht, dass ich an jemanden anschieße, der einem nur helfen wollte. Die nutzen das eiskalt aus, wenn du einen Red Dot hast. Aber eiskalt. Naja, so schlimm bin ich persönlich noch nicht, das ist das Problem. Ich bin noch viel zu harmlos. Sie betreten jetzt kontaminiertes Gebiet. Ja, viel zu harmlos. Aber momentan ist eben durch diese roten Bereiche ein ziemliches Camping.
Sehr gut gemacht. Profi. Schmeiß die Granate einem direkt vor die Füße. Ach, verdammt. Dieser Idiot, das war der andere, der mich ja gerade schön weggebombt hat. Wobei, ihr habt mir auch ungeschickt angestellt mit dem... Sie verlassen jetzt das kontaminierte Gebiet. Ich muss sagen, ich finde das Deckungssystem auch teilweise echt schlecht gemacht. Also, der wechselt ungünstig die Position teilweise. Also vom Prinzip her gefällt es mir ja definitiv, aber manchmal ist es einfach, da wechselt er die Position nicht so, wie man selbst es erwünschen würde. Ach, Mann. Wie viel Geld habe ich denn noch? Habe ich schon so wieder so viel verloren? Ah, habe ich sogar mehr als vorher. Das ist in Ordnung. Ah, dieser Red Dot Player da hinten. Ich kriege mir ein Dorn im Auge. Ich habe echt das Bedürfnis, hier umzulegen. Naja. Aber ich muss sagen, die Dark Zone macht mir mit am meisten Spaß. Von der Ausrüstung her kriegt man hier geniale Sachen. Manchmal. Vom Gameplay her muss ich sagen, macht Spaß. In der Gruppe natürlich noch viel mehr. Das ist definitiv der Fall. Ich sehe sie ganz ungünstig da hinten. Das ist. Ich sehe sie, wenn ich ehrlich bin, überhaupt nicht. Ich weiß, wo sie ungefähr sein dürften, aber. Können wir bitte einer wiederholen? Ein abtrünniger Agent wurde neutralisiert. Würdest du mich bitte wiederholen? Ah, danke. Danke. Na, zu lahmarschig. Aber ich habe jetzt, glaube ich, mein Geld gekriegt und meine LP. Gucke ich gleich mal, ob ich Geld gekriegt habe. Ich weiß ja, wie viel ich vorhin hatte. Jo, und das nicht zu knapp. Eine ganze Menge Holz habe ich gekriegt. Das ist doch schon mal schön. Kann man sich bald wieder tollen Plunder leisten. Weil es ist ja bald alles vorbei. Verdammt. Was geht denn hier schon wieder ab? Da drinne? Ah, da drin ist wieder der Krimskrams gespawnt. Ja, wir haben ihn. Granate! So, dann... Ah! Ab nach oben.
dann schnappen wir uns die. Ich gebe nicht auf. So, ein bisschen Zeug erbeutet. Schöner Tannenbaum für uns. Und draußen die Scharfschützen haben wir auch erledigt. Sehr schön. Ist doch schon mal eine ganz hübsche Sache. Was soll denn da schon wieder her? Medipacks und ein paar neue Granaten. Und das kriegen wir am besten oder am schnellsten im Safehouse. Deswegen machen wir uns natürlich jetzt ganz schnell zum Safehouse. Wenn wir nicht gerade gegen die Wand laufen. Und ich würde sagen, im Safehouse machen wir auch Feierabend. Mit dieser kleinen Vorstellung vom, ja, von der Dark Zone. Ich finde sie halt ganz lustig, aber noch ein bisschen klein. Man kann die Flügel noch nicht ausbauen, damit noch nicht wirklich skillen. So wie man möchte. Ich biete alles aus einer Hand. Ich habe noch eine Menge anderer Kunden. Da. Ja, es sind nur ein paar. Es ist eben eine Beta. Ja, ich darf jetzt nichts Großes erwarten. Das ist mir klar. Aber hey, das ist eben The Division Beta. Stehen Sie da noch nicht so rum? Tschüss.